So. Aber egal. Jetzt gehen wir runter. Wir gucken uns nochmal die Statue hier an. Das ist eine Statue des Helden, der Gala gerettet haben soll. Vor den Kindern war ich... Ja, genau. Ne, mit Kindern ist die Zeit, wo man nie krank wird, vorbei. Das heißt, sollten wir Kinder anschaffen. Die Arena-Challenger, die Eröffnungszeremonie beginnt bald. Arena-Challenger. Soll ich dich zum Arena-Stadion führen? Ja, führ mich hin. Ich soll zwar ein Wettrennen machen, aber das ist egal, weil der Idiot von Hopp läuft Hopp immer los. Gut, dann lass uns keine Zeit verlieren. Bitte folge mir. Er macht wenigstens kein Wettrennen. Da werden wir auch schon. Die Arena, das Arena-Stadion. Viel Spaß bei der Eröffnungszeremonie. Ich meine jetzt mal ohne Scheiß, das Stadion ist gefühlt 300 Meter hoch. Und das Hotel ist einfach mal 10 Meter daneben. Es ist so schwer, das Hotel zu finden. Anscheinend schon. Okay, die stehen noch alle an ihrem Platz. Zeigt mir noch dasselbe hier? Wahrscheinlich ja, ne? Ja. So, da ist unser Hoppi-Hopp. Ich will sofort mit den Kämpfen loslegen, damit ich endlich auch ein paar Fans bekomme. Oh Gott, der ist so nervig. Du bist Mario, richtig? Bei Veranstaltungen, die zur Arena-Challenge gehören, musst du deine Uniform tragen. Und die Eröffnungszeremonie ist quasi die erste Veranstaltung der Arena-Challenge. Schlage vor, dass du dich jetzt umziehst. Mit der Nummer 20. Toll, die Uniform steht hier ausgezeichnet. Und die Trikotnummer 20 rundet das Gesamtbild wirklich sehr elegant ab. Also gut, es ist soweit. Die Eröffnungszeremonie der Arena-Challenge beginnt gleich. Ich finde auch, die 20 passt gut. Sieht echt aus wie ein Fußballstadion. Ole, ole. Meine Damen und Herren, ich bin Rose, der Präsident der Pokémon-Liga. Vielen Dank, dass Sie alle heute hier sind. Die Zeit des Wartens ist vorbei. Es ist meine Freude, das größte Spektakel der Galarion zu öffnen. Die Arena-Challenge. Jawohl, die Arena-Challenge, Leute. Ihre Teilnehmer müssen sich gegen 8 Arena-Leiter behaupten. Nur wer sie besiegten, alle 8 Arena und Agatha, darf am Champ Cup teilnehmen. Und hat somit die Ehre, sich den allerbesten Pokémon-Trainer entgegenzustellen. Dem Champ! Jetzt bitte ich einen tosen Applaus für unsere Arena-Leiter. Boah, ich warte auf Deleon. Deleon, Deleon. Oh krass, die sehen ja... Jaro, der fulminative Farmer und Experte im Umgang mit Pflanzen-Pokémon. Kate, die Sturmwelle und Meisterin der Wasser-Pokémon. Oh, die ist ganz hübsch. Der unauslösliche Feuerveteran Kabu. Galas Experte für Geister-Pokémon. Nio, der Schweigsame. Der ist richtig geil gemacht. Papella, Meisterin fantastischen Theaters und... Feen-Pokémon. Das ewige Eis. Mel. Oh, die ist auch süß. Und der stärkste aller Arena-Leiter. Roy, der Drachensturm. Was? Einer fehlt leider. Stimmt, das sind nur 7. Warum fehlt denn ein Arena-Leiter? Was das? Ach komm. Warte mal, warte mal.
Wo war Delion bitte als Champ? Der hätte ja dabei sein müssen. Und what the fuck, da machen die schon so eine geile Szene. Nice Hunting. Da machen die gerade so eine geile Szene, wo man ins Stadion geht, man kommt da rein, hat gerade das Feeling von dem Publikum und dann war's das. Man kommt gerade, also ich fand diese Szene richtig, richtig krass, aber dann cutten die, what the fuck, was war das? Leute, ich möchte die Fans sehen, ich möchte, dass die Fans jubeln, ich möchte, dass Delion als Fan eine Ansprache an die Teilnehmer richtet. Dass Delion sagt, ich möchte, dass ihr alle trainiert, dass ihr... Ich möchte, dass die Leute da dann ausrasten. Ich möchte, dass Delion sagt, hör mal, ich möchte, dass ihr alles gebt. Ich möchte, dass ihr die Allerbeste seid, um mich zu besiegen. Kämpft mit eurem Pokémon, um stärker zu werden und keine Ahnung was. Ey, was ist das? Sorry, aber da haben die so eine gute und geile Idee. Also die Idee ist ja mal richtig gut, auch wenn es halt mehr Stadionatmosphäre als Pokémon-Feeling war, ne? So. Aber wie ihr mitbekommen habt, ich bin ab und zu im Stadion und ich kann das nachempfinden so ein bisschen. Also, ne, ich bin nicht halt Spieler, aber so, ich kenne diese Situationen. So. Aber what the fuck? Warum machen die ja nicht mehr draus? Die hätten auch jetzt noch gucken können, wie man da reingeht. Man hätte sich noch umgucken können und dann hätte doch bitte Delion eine Ansprache halten können. Die hätten dann noch einen Showkampf machen können, was auch immer. Delion hätte irgendwie seinen Pokémon deine maximieren können, was weiß ich. Irgendwas hätte doch passieren können. So, sorry, dass ich mich so aufgeregt habe. Ich bin gerade enttäuscht. Das war halt so... Ihr müsst euch den Graph vorstellen, ne? Die Spannung, ne? Das war cool gemacht, die Kurve geht hoch bis zum Höhepunkt. Aber dann geht die nicht langsam herab, sondern ist einfach im Fall. Auf dem Graph war es ein Dreieck gewesen. Ja, irgendwas auf jeden Fall. Irgendwas. Und wie gesagt, ne, dass Delion als Champ da nicht dabei ist, der ja das Ziel ist, das geht ja auch nicht. What the fuck? Ja, ist okay. Ich fasse es nicht. Vor ein paar Minuten standen wir mitten auf dem Kampfplatz eines echten Arena-Stadions. Ich zittere immer noch vor lauter Aufregung. Dieses Gefühl ist unbeschreiblich. Das ist mir gerade so Wurst. Ich bin mehr erstaunt darüber, dass ich mich da so reinsteigern kann. Ja, hallo, ich bin enttäuscht gerade. Ich war gerade bei dem Spiel und dachte, boah, jetzt, das ist mal richtig cool. Und dann ist es vorbei. Na, ihr beiden, endlich ist es soweit, was? Sieh an, wenn das mal nicht die beiden Schützlinge des Champs sind. Darf ich mich vorstellen, Rose ist mein Name, wie der Trainer von Borussia Mönchengladbach. Schön, eure Bekanntschaft zu machen. Aber Moment, was sehen meine Augen da? Ihr habt ja schon eigene Dynamax-Bänder. Dann hat euch bestimmt ein Wunschstern heute hierher geführt. Die Technologie, die in euren Dynamax-Bändern steckt, wurde übrigens von meiner überragenden Firma entwickelt. Ich habe das Gefühl, dieses Jahr erwarten uns eine besonders spannende Arena-Challenge. Sehr schön, die Bewohner der Galarigion werden übersprudeln vor Begeisterung. Die Arena-Challenge ist eine tolle Gelegenheit, um das Dynamax-Phänomen zur Schau zu stellen. So, jetzt muss ich mich aber entschuldigen, ich habe nämlich noch einen dringlichen Termin. Mach's gut! Liga-Präsident Rose scheint ja wirklich bester Laune zu sein. Aber zurück zu euch, hört gut zu, ihr zwei. Ihr habt erst vor kurzem damit begonnen, Pokémon zu trainieren, mein Lieben. Das Wichtigste für euch ist jetzt erstmal, dass ihr fleißig Erfahrung sammelt, ja? Damit ihr mich irgendwann mal vielleicht schlagen könnt. Steckt euch Ziele, nicht nur für eure Pokémon, sondern auch für euch selbst. Lass uns gleich angehen, Mario. Die Arena-Leiter von Galar müssen in einer bestimmten Reihenfolge herausgefordert werden. Die erste von ihnen erwarten uns in Torfeld. Da kommt man über Route 3 hin. Bei der Arena-Challenge geht es darum, die 8 Arenenstadien von Galar nacheinander aufzusuchen, um sich ihre jeweiligen Arena-Orden zu erkämpfen. Um einen Arena-Orden zu erhalten, musst du die zugehörige Arena-Mission bestehen und im Anschluss den Arena-Leiter im Kampf bezwingen. Oh Gott, wir müssen noch Missionen machen. Okay.
Ja, begib dich in der Route 3. Ich möchte ein Pokémon Center finden erstmal. Mario, Liga-Präsident Rosa hat mich gebeten, dir dieses Geschenk zu überreichen. Warum gibt er mir das selbst, wenn er uns nicht eben gesehen hat? Ach ja, ein wundervolles Geschenk von unserem wundervollen Liga-Präsidenten. Oh, Verzeihung, hier hast du dein Geschenk, eine Dauerpass für die Flugtaxis. Wie der Name schon sagt, kannst du mit den Flugtaxis fliegen und zwar an jedem beliebigen Ort, den du zuvor schon mal besucht hast. Okay, man hat vor dem ersten Arena-Ohren schon fliegen. Nice one. Wenn du die Dienste eines Flugtaxis nutzt, wirst du von einem Kramor schnurstracks an dein Ziel gebaut. Öffne das Spielmenü, die Karte und wähle, wo die Reise hingehen soll. Ich zitiere aus der Anleitung des Flugtaxis. Wow. Das Flugtaxi bringt dich, wie gesagt, nur an Orte, die du zuvor schon mal besucht hast, hin. Wenn du als nächstes Naturfeld willst, musst du also erst einmal zu Fuß dorthin. Ja, what the fuck, ich bin ein bisschen enttäuscht. Also ich bin wirklich ein bisschen enttäuscht. Da haben wir ein Pokémon Center. Ich möchte ins Pokémon Center. Was wollte ich denn beim Pokémon Center? Ich überlege gerade, irgendwas wollte ich da noch machen. Achso, ich weiß, was ich machen wollte. Wir haben noch eine Aufgabe für eine Firma erledigt, beziehungsweise wir haben drei Pokémon losgeschickt, um eine Aufgabe zu machen. Und da wollte ich gucken, ob wir die abholen können. Pokéjobs. So, und was gab das jetzt? Deine Pokémon sind vom Auftraggeber zurückgekehrt. Diese Pokémon haben besonders gut gearbeitet. Alle haben ihren Job toll gemacht und jede Menge Erfahrungspunkte erhalten. Eine Packung Toastbrot. Okay. Also wir können hier immer noch Jobs annehmen und dann einfach Pokémon aus den Boxen nehmen. Was braucht der? Achso, Moment mal kurz. Gesteins-Pokémon. Haben wir Gesteins-Pokémon? Nee, ne? Suchen. Gestein. Ne, haben wir nicht. Können wir nicht machen. Außerdem wir mit brennender Leidenschaft für Austausch gesucht. Und wir brennen, sagen wir mal, feurig brennen. Also Feuer-Pokémon. Machen wir mal Feuer. Okay, können wir zwei hinschicken. So. Entsenden. Einen ganzen Tag, halben Tag, ist egal. Dann machen wir mal einen ganzen Tag. Und dann, Wasser-Pokémon. So, Moment.
Ruhe suchen. Brauchen wir gerade nicht, würde ich sagen. Und Krebskopf können wir auch noch auswählen. Auch den ganzen Tag kommen einfach weg. Okay. So. Dann haben wir soweit alles. Pokebälle müssten wir auch genug haben. Alles gut also. Dann geht's gleich weiter.